Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker: Nach Einbruch ziehen Johannes und Jessica Haller aus ihrem Traumhaus aus. Haben Jimmy Blue Ochsenknecht und seine Laura Marie den nächsten Schritt gewagt? Natalie Volk küsst Frank Otto. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 3. Januar 2023. Nach Einbruch ziehen Johannes und Jessica Haller aus ihrem Traumhaus aus. Im vergangenen Sommer ereilte Johannes 34 und Jessica Haller 32 ein Schock. Als sie nicht zu Hause waren, wurde bei ihnen eingebrochen. Dabei hätten es die Täter gezielt auf persönliche Gegenstände abgesehen, Jessicas Verlobungs- sowie Ehering wurden entwendet. Später berichtete die Influencerin, dass sie sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühle. Jetzt hat das Paar eine Entscheidung getroffen. Es zieht aus. Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr ich dieses Haus liebe, zick, schreibt die ehemalige Bachelorette. Sie und ihre kleine Familie hätten wunderschöne Momente darin verbracht. Töchterchen Hayley, 1, habe dort laufen gelernt. Anfangs wollten wir es sogar kaufen, allerdings geht die Sicherheit meiner Familie vor. Zick, erklärt sie weiter und fügt hinzu. Die Einbrüche und die schlaflosen Nächte haben uns davon abgehalten, hier weiterzumachen. Wir wollen kleiner und lieber in Sicherheit leben, als so weit abgelegen und auf so großen Raum. Die schönen Erinnerungen an ihr Traumhaus werde sie dennoch im Herzen tragen. Weiter verrät sie, dass der Umzug voraussichtlich im März über die Bühne gehe. Eine neue Unterkunft hätten sie noch nicht, doch am Mittwoch, 4. Januar, stehe die erste Besichtigung an. Haben Jimmy Blue Ochsenknecht und seine Laura Marie den nächsten Schritt gewagt? Im April vergangenen Jahres machte Jimmy Blue Ochsenknecht, 31, seine Beziehung zur Rennfahrerin Laura Marie Geisler, 24, offiziell. Seitdem zeigen sich die beiden äußerst verliebt bei öffentlichen Auftritten sowie in den sozialen Medien. Auch jetzt postet der Schauspieler einen romantischen Clip von sich und seiner Liebsten. Doch dabei fällt vor allem eins auf: ein verdächtiges Schmuckstück.